Der Spierenstich. Hallo, hier ist der Ralf von Jotteland und ich möchte euch heute hier den Spierenstich zeigen. Der Spierenstich ist ein Knoten, der sich in erster Linie dazu eignet, gleich steige Seile miteinander zu verbinden, und zwar so, dass sie nicht durchrutschen können, wenn sie auf Belastung kommen. Das bietet sich vor allen Dingen an, wenn ich zum Beispiel einfach feuchte oder rutschige Seile habe, die eine Belastung kriege und wo der Knoten nicht aufgehen soll. Bis hin zu der Nylonschnur, also der Angelschnur, die ich auch mit diesem Knoten verbinden kann. Das ist eine Hauptfunktion. Ich kann daraus auch Schlaufe binden. Früher wurde die beim Bergsteigen verwendet, um sich gegenseitig zu sichern, um sich anzuseilen. Heute der Knoten eher, wie gesagt, also ich verwende ihn jetzt hauptsächlich, wenn ich zum Beispiel kleine Koteschlaufe bind, wo ich einfach weiß, der Knoten kann unter Belastung kommen und der muss einfach sicher zubleiben. Er wird auch als für Lederbände, für ein Halstuch, für eine Halskette kann man den verwenden, weil ich kann diesen Knoten auch in der Länge hier justieren. Also auf dem Lederbändel kann ich hier im Prinzip die Einstellung des Halsbandes dann noch einstellen bzw. auch wieder lang ziehen. Dann. Okay, wie mache ich jetzt diesen Spierenstich? Dazu machen wir erstmal hier den hier wieder auf. Und es ist ein sehr einfacher Knoten, weil es kommt einfach hier in dieses Seil rein, ein halber Schlag, oder man würde auch sagen Alt-Weiber-Knoten. Und mit dem Gegenstück hier von diesem Seil gehe ich genau hier dem auch hinterher. Das heißt, so wie ich hier rauskomme, gehe ich hier rein, folge im Grunde meinem Seil hier oben rüber und schlupfe auch wieder hier in diesen halben Schlag bzw. einen Weiberknoten rein. Und dann habe ich jeweils auf dem Seil selber habe ich quasi halbe Schlag drauf, wo das gegenläufige Seil durchgeht, auf der anderen Seite genauso. Wenn ich das jetzt zuziehe, dann ziehen sich auch diese beiden Knoten zu und dadurch habe ich eine feste Verbindung. Das Schöne an dem Knoten ist, dass ich ihn sehr einfach wieder aufkriege. Also auch selbst wenn er unter Belastung war, dann kann ich hier an diese beiden Seilende hier ziehen und dann geht der ganze Knoten wieder auf. Ich zeige euch das jetzt gleich nochmal im Detail, sodass ihr ein bisschen näher dran seid und euch das auch anschauen könnt. Ja, ich sage Dankeschön. Ich hoffe, euch hat der kleine Tipp mit dem Spierenstich hier gefallen. Wenn ja, dann abonniert unseren Kanal oder lasst uns einen Daumen hoch da. Oder gebt uns einfach viele schöne, freundliche Kommentare oder auch kritische Kommentare, wenn euch das nicht gefallen hat. Oder auch Anregungen, was ihr euch für die Zukunft wünschen würdet. Da bin ich immer offen dafür. Und bis dahin sage ich Tschüss, euer Ralf von Jotteland.